Ja moin und willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite-Video von mir. Leute, ich habe heute auch richtig lange auf das Update gewartet, seit 11 Uhr, es hat sich aber nichts getan. Ich habe trotzdem richtig geile Neuigkeiten für euch, das wird 90% von euch auf jeden Fall gefallen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, da habe ich noch eine richtig geile Ankündigung für euch. Und ansonsten an alle stillen Betrachter, Leute, gönnt einfach mal Hashtag Ehrenmänner seid ihr und deswegen definitiv mal ein Abo dalassen für alle die dieses Video vorgeschlagen bekommen haben und noch kein Abo dagelassen haben. Auf jeden Fall abchecken. Ich bin nämlich sehr, sehr aktiv und lade am Tag 2 Videos hoch. Ein Shop-Video immer, also jeden Tag um 2.20 Uhr kommt ein Shop-Video und dann nochmal ein Info-Video oder ein anderes Video. Nichtsdestotrotz kommen wir direkt mal zum Thema dieses Videos. Und zwar fangen wir mal direkt mit einer sehr geilen Info an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch das Double Pumpen in Fortnite lieben. Ich bin ehrlich, anfangs habe ich es gar nicht gefeilt, weil ich es einfach gar nicht gepeilt habe. Ich konnte es einfach nicht, ich war einfach viel zu schlecht darin. Aber mit der Zeit habe ich mir richtig meinen Gefallen daran gefunden und einfach Double Pumpen, Leute, es fehlt einfach in Fortnite. Wirklich, es fehlt einfach so krass. Aber deswegen habe ich richtig geile Neuigkeiten. Der Benutzer auf Twitter, Eric Williamson, ist der Designchef sozusagen von Fortnite oder Epic Games. Und das ist richtig krass. Er hat eine richtig geile Ankündigung auf Twitter gemacht. Ich lese sie einmal auf Englisch vor und ich übersetze es einfach in einem Satz. Er schreibt nämlich, regarding shotgun equip times, current thinking is so reduced pump shotgun equip time slightly in update 5.30 next week. Bedeutet, ja, wir haben ja eh das Update 5.2 zurzeit und wir kriegen morgen nächste Woche den Patch 5.3. Bedeutet, heute kriegen wir gar kein Update, was ich sehr, sehr komisch fand. Aber ich lese mal direkt weiter. Others shotgun will remain unchanged for now. Bedeutet, die Pump Shotgun, die, wo man am meisten immer double pumped hat, die wird nächste Woche nicht mehr so eine Ladezeit haben, also oder Change-Zeit. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Der Wechsel hat ja so lange gedauert. Man hat ja so einen kleinen Ring gehabt, wo so ein kleiner Timer war. Der soll verkürzt werden. So sehr verkürzt werden, dass man vielleicht sogar double pumpen sollte. Viele schreiben es auch in den Kommentaren, dass mal der Schaden wieder erhöht werden soll. Der Schaden wurde angeblich schon erhöht, denke ich aber nicht. Also ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Okay, ich muss ehrlich gestehen, ich habe diese 8er oder 9er Hits schon lange nicht gehabt. Also die Pump macht wieder ordentlich Schaden. Aber trotzdem finde ich, da ist noch auf jeden Fall einiges zu machen. So, nächste Woche soll das Ganze wieder geändert werden und da kommt auf jeden Fall ein Update auf uns zu. Also der Patch wird auf jeden Fall beinhalten, dass wir die Pump wieder benutzen könnt und vielleicht sogar die Double Pump. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Double Pump wiederkommt, weil ich meine, sie fehlt einfach. Sie fehlt einfach wirklich in Fortnite und die wissen das auch selber. Nur sie möchten den Spielspaß nicht so kaputt machen, weil diese Double Pump macht halt schon sehr, sehr viel Schaden und ist halt sehr, sehr effektiv. Aber wir kommen auch direkt zu einer zweiten Sache, die ich in diesem Video mal ansprechen möchte. Der Twitch Prime Skin. Der Twitch Prime Skin wurde ja damals geleakt, in Anführungszeichen, mit dem Archetype oder Archetyp. Und der wurde dann ja sozusagen nicht als Twitch Prime Skin rausgebracht, sondern Epic Games dachte sich, wisst ihr was, wir machen euch mal einen Strich durch die Rechnung und hauen den einfach mal in den Shop, dass Leute sich den kaufen können. Der sollte wirklich als Twitch Prime Skin kommen, also es war jetzt keine Lüge oder so, aber Epic Games hat es einfach wieder geändert und hat den einfach in den Shop reingehauen, weil Epic Games denkt sich ja auch natürlich, die sind ja auch nicht dumm. Die sind auch auf Twitter aktiv und schauen sich auch die Leute an, die diese ganzen diese Leaks raushauen. Und die ganzen Infos, dass wir die schon vorher haben, wann was rauskommt. Ich sehe auch in letzter Zeit sehr, sehr oft, dass Leute den Shop schon leaken. Also sie wissen ganz genau, an welchem Tag welcher Shop ist. Das finde ich krass. Aber Epic Games ändert dann immer die Metadaten und der Shop ändert sich dann doch wieder. Nichtsdestotrotz soll der Twitch Prime Skin, sollte ja der Archetype sein. Das ist ja nicht geworden. Aber der Twitch Prime, also das Pack, soll eine Spitzhacke beinhalten, einen Gleiter, einen Skin und ein Emote. Mit dem Emote bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber eine Spitzhacke, Gleiter und Skin soll auf jeden Fall am Start sein. Ob es zwei Skins werden, weiß ich noch nicht ganz genau. Es ist immer die Rede von Skins und nicht Skin, aber ich bin mir ziemlich sicher, beim ersten Mal war ja hatten wir zwei Skins, beim zweiten Mal hatten wir nur ein Skin und beim dritten Mal sollen dann wieder höchstwahrscheinlich zwei Skins kommen. Würde ich auf jeden Fall mega feiern. Ja, der Grund dafür, warum angeblich jetzt Twitch Prime kein Skin in Kürze für Fortnite rausbringen soll, ist, dass sie zurzeit eine Zusammenarbeit mit PUBG haben. Sie bringen nämlich einen offiziellen Skin für PUBG raus, einen Prime Skin. Der soll jetzt, zwei Skins bekommen die jetzt diesen und nächsten Monat und deswegen soll angeblich
Fortnite keinen Skin bekommen, weil das einfach Konkurrenten sind. Sehe ich nicht so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Twitch auch für Fortnite einen Skin raushauen wird. Ich meine, Leute, die kooperieren mit so vielen Spielen und warum sollen die jetzt bei Fortnite keinen Skin raushauen? Fortnite hat die größere Zuschauerschaft, bin ich der Meinung, oder auch Spielerschaft. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie auch für Fortnite ein Spiel oder einen Skin rausbringen werden, der auf jeden Fall richtig geil sein wird. Ich blätter euch jetzt mal einen Skin ein, wo ich mir denke, dass der sein kommen soll. Ja, es wird auf jeden Fall spekuliert, Reddit wird viel spekuliert, Twitter wird viel spekuliert, dass dieser Skin da sein soll. Zu 100% kann ich es natürlich nicht sagen, es sind Leaks, Leute. Also wenn es am Ende doch nicht dieser Skin ist oder Epic Games das vielleicht doch wechselt wieder, Leute, macht mich dafür nicht fertig. Nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass auf jeden Fall Twitch Prime diesen Monat noch einen Skin oder ein Pack für Fortnite raushauen wird. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, wird es so sein oder nicht? Ich bin natürlich ja auch mega gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt. Ich lese mir ja wirklich alles durch. Und was ich nochmal anmerken wollte, ist, dass ich derzeit ein Gewinnspiel auf meinem Kanal auf dem Laufen habe. Bis zum nächsten Dienstag, da wo wir das Update bekommen. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen. Abonnent von diesem Kanal sein, natürlich die Glocke aktiv haben. Und schreibt einfach mal Hashtag Tactics Army in die Kommentare. Checkt mich gerne auch nochmal auf Instagram ab, da heiße ich Tactics Gaming _YT. Bin ich mega aktiv, ich beantworte da auch wirklich jeden Tag Fragen, wenn mich irgendwelche Leute anschreiben. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass ihr in Zukunft auch mehr weiter zuschaut. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.